Kann so eine Vollgesichtsmaske eigentlich gefährlich oder sogar tödlich sein? Die Antwort auf diese Frage erfährst du heute in diesem Video. Also viel Spaß! In den letzten Jahren sind wirklich sehr viele solcher Vollgesichtsmasken auf den Markt gekommen. Und du solltest, wenn du so eine Vollgesichtsmaske kaufst, gar nicht so richtig aufs Geld schauen, sondern vielmehr auf die Sicherheit. Und da gibt es schon mal eine gute Nachricht vorweg. Billig heißt hier nicht unsicher und teuer heißt sicher. Es gibt teure Masken, die sicher sind. Es gibt auch günstige Masken, die sicher sind. Und da kannst du dir tatsächlich dein beliebtes Produkt raussuchen. Okay, aber mal von Anfang an. Der Vorteil so einer Vollgesichtsschnorchelmaske ist ja, dass du durch Mund und durch Nase atmen kannst. Du hast keinen Schnorchel im Mund, auf den du rumbeißt, sondern du kannst tatsächlich atmen wie an Land durch Mund und durch Nase. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr schöner Vorteil. Denn so können vor allen Dingen Leute, die mit Schnorcheln vorher noch nie was am Hut hatten, auch mal abtauchen. Ja, denn es heißt einfach Maske auf und los geht's. Viel mehr muss man auch gar nicht dazu wissen. Aber eine Sache sollte man da auf jeden Fall ganz genau berücksichtigen. Und das ist eben, dass die eingeatmete Luft von der ausgeatmeten Luft getrennt wird. Tja, denn du kennst es vielleicht, wenn man lange Zeit in einem geschlossenen Raum sitzt und auf jeden Fall kein Fenster öffnet, dann wird man irgendwann sehr müde, sehr träge, das Gehirn funktioniert auch nicht mehr ganz so gut und man fühlt sich einfach unwohl. Das Gleiche passiert übrigens auch in so einer Vollgesichtsschnorchelmaske, denn das ist auch ein geschlossener Raum. Wenn du hier nämlich einatmest, muss ja auch jedes Mal gewährleistet sein, dass die verbrauchte, also die ausgeatmete Luft, auch aus der Maske rauskommt. Tja, und da sind wir mal wieder beim herkömmlichen Schnorchel. Hast du dich eigentlich mal gefragt, warum so ein Schnorchel nicht 5 Meter lang ist oder 10 Meter lang ist, sodass man so tief abtauchen kann und trotzdem weiteratmen kann? Tja, das Prinzip funktioniert natürlich nicht, denn so ein Schnorchel, der ist schon ganz genau bemessen. Also das Volumen in diesem Schnorchel hat eine ganz bestimmte Größe. Und diese Größe sorgt eben dafür, dass man mit einem Atemzug Luft einatmen kann, also das Rohr quasi komplett füllen kann und mit einem Atemzug das Ganze auch wieder ausatmen kann. So ist nämlich gewährleistet, dass man auf jeden Fall mit so einem Schnorchel immer richtig schön Frischluft hat. Deswegen kommen auch gar nicht auf so eine komischen Ideen, die man absolut im Internet lesen kann, dass manche sich einen Gartenschlauch nehmen und damit schnorcheln gehen. Funktioniert alles nicht. Also ich habe da schon gruselige Sachen gesehen. Lass lieber die Finger davon. Und da kommen wir mal zurück zur Vollgesichtsmaske. Der normale Schnorchel hat ein ganz genau bemessenes Volumen und die Maske hat natürlich wesentlich mehr. Hier ist ein ganz großer Raum und dieser Raum, der ist natürlich mit Luft gefüllt. Muss ich jetzt aber Angst haben, dass ich quasi so wie in einem geschlossenen Raum irgendwann müde und träge werde und mich unwohl fühle? Nein, ganz so ist es glücklicherweise nicht. Es gibt zwei Arten von Masken, nämlich sichere und unsichere Masken. Und genau darauf solltest du beim Kauf achten. Und wie du eine sichere von einer unsicheren Maske erkennst, das zeige ich dir mal jetzt. Wenn man sich mal den Schnorchel hier anguckt, fällt schon auf, das Ganze hat drei Kammern. Durch die mittlere Kammer, also die etwas größere Kammer, dadurch atmet man ein und die beiden anderen Kammern, durch die atmet man die verbrauchte Luft wieder aus. Ja, und das ist schon mal der erste Punkt, wo du darauf achten solltest. Wenn du nämlich dir so eine Schnorchelmaske kaufst oder anguckst, achte darauf, dass da auch drei Kammern sind. Manchmal sieht man nämlich Schnorchel, da ist einfach bloß ein großes Loch und die sind definitiv nicht sicher. Aber die drei Kammern müssen ja auch unabhängig voneinander quasi verlaufen. Ja, und da kannst du hier im Mundraum der Maske mal ganz genau drauf gucken. Ja, dann quasi dieses Dreieck sozusagen hier vorne, also da, wo sich Mund und Nase drin befindet. Ja, da ist natürlich eigentlich der Raum, wo geatmet wird. Also wo auch die Frischluft auf die unverbrauchte Luft trifft. Ja, und zwar wird durch diese Ventile bzw. durch den Raum, wo sich die Augen befinden und dann durch die Ventile eingeatmet. Deswegen gehen die auch in diese Richtung auf. Ja, und ausgeatmet wird quasi durch die kleinen Räume hier an der Seite der Maske. Da muss man mal ganz genau hingucken, um auch wirklich zu schauen, ob da so eine kleinen Räume sind. Aber das kann man eigentlich ganz gut denn hier auch erkennen. Da wird dann die Luft quasi an der Seite der Maske durch die beiden oberen Kammern rausgeführt. Ja, hier vorne hast du übrigens auch noch ein Ventil, da kannst du, wenn du richtig kräftig reinpustet, die Luft auch nochmal richtig rauslassen. Das ist aber eigentlich bei dieser Art Maske nicht zum Ausatmen gedacht, sondern quasi zum Luft- bzw. wenn doch mal ein kleines bisschen Wasser drin sein sollte, kann man das Ganze rauspusten. Ja, und das ist es eigentlich auch schon. Darauf musst du achten. Also ganz genau, dass die eingeatmete Luft, die Frischluft,
quasi von der ausgeatmeten Luft, also der verbrauchten Luft, abgetrennt ist. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich immer wieder in einigen Videos diese Maske empfehle. Das ist die Easy Breathe von Decathlon. Also gleich vorweg, ich kriege kein Geld von Decathlon, um das hier zu erwähnen. Aber ich habe diese Maske schon seit 2014 im Einsatz. Und damals war sie übrigens noch ziemlich teuer. Das war somit eine der ersten, die auf den Markt kam. Also jedenfalls, die ich gefunden habe damals. Und ja, die ist auf jeden Fall sicher. Ja, und deswegen, warum sollte ich ein anderes Modell benutzen oder empfehlen, wenn ich weiß, dass die sicher ist und dass sie gut funktioniert und auch schon seit einigen Jahren auf jeden Fall bei mir im Einsatz ist. Ja, und jetzt noch eine positive Nachricht. Ich wollte für dieses Video unsichere Masken bestellen. Und ich habe auch einige Pakete nach Hause bekommen und einige Masken angeschaut. Es war aber keine unsichere Maske dabei. Ja, denn glücklicherweise haben die Hersteller natürlich mittlerweile reagiert. Es gab nämlich einige Negativschlagzeilen. Vielleicht hast du davon auch schon gehört, vielleicht auch nicht. Es gab tatsächlich viele Verletzte und auch einige Tote. Ja, denn es ist das eingetreten, was nicht eintreten darf und das ist vor allen Dingen in Urlaubergebieten passiert. Zum Beispiel in Südostasien oder in Hawaii. Ja, da wo man ab und zu mal hinreist vielleicht und sich so eine Maske ausleiht und wo genau die Leute sind, die nicht regelmäßig schnorcheln gehen und die sich quasi mit dem ganzen Thema auch nicht so befassen. Deswegen vertraut man natürlich auch auf den Hersteller, wenn man sich so eine Maske kauft oder auch vor Ort ausleiht und denkt eigentlich, okay, damit kann ich ins Wasser gehen und kann auch als Laie wunderbar schnorcheln. Tja, es waren aber auch sehr viele schwarze Schafe unter den Herstellern und die haben wirklich sehr schlechte Masken verkauft. Und Achtung, jetzt wird's gruselig. Es ist wirklich so gewesen, dass einige Leute schnorcheln waren. Ja, die haben an nichts Böses gedacht. Man hat schon gemerkt, man wird langsam so ein bisschen müde, so ein bisschen träge, aber gut, wenn man das Ganze nicht gewohnt ist, das Schwimmen und man ist vielleicht im Urlaub und man sieht dann irgendwo eine Schildkröte oder so und da will man hin und powert sich auch so ein bisschen aus und dann sind sie quasi einfach eingeschlafen, also eigentlich ohnmächtig geworden und dann war es das. Ja, klingt ganz gruselig. Deswegen ist Sicherheit auch immer ganz wichtig bei diesem Thema. Man ist in einem Element, wo man normalerweise nicht zu Hause ist, wo man auch nicht atmen kann und wo man auf jeden Fall Sicherheit walten lassen sollte. Und deswegen sollte man sich da auf jeden Fall die richtige Maske aussuchen. Ja, das war ein lange überfälliges Video. Es haben viele Leute danach gefragt und ich wusste auch nicht genau, wie ich an das Thema rangehen sollte, weil ich will ja nicht, dass die Leute plötzlich wieder Angst vorm Schnorcheln kriegen, sondern ich möchte eigentlich, dass viel mehr Leute schnorcheln gehen und entspannt diese Unterwasserwelt anschauen und vielleicht diese Unterwasserwelt dadurch auch schützenswert finden. Ja, und ich hoffe, dass du jetzt auf jeden Fall weißt, falls du dir mal so eine Maske kaufen solltest, worauf du achten musst. Wenn dir das Thema Vollgesichtsmaske denn aber doch zu unsicher sein sollte, wie gesagt, du musst keine Angst haben. In der Videobeschreibung findest du Masken, die sicher sind und ansonsten weißt du ja jetzt ganz genau, worauf du achten musst, wenn du dir so eine Maske kaufst oder vorher anschaust, dann musst du nur auf diese Kleinigkeiten achten. Du kannst mir ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob du das ganze Thema kennst oder welche Maske du hast und vor allen Dingen, ob die sicher ist. Sicherheit ist natürlich immer ein wichtiges Thema und deswegen lag mir die ganze Sache auch sehr am Herzen. Und wenn dich das Schnorchelfieber gepackt hast, dann solltest du den Kanal abonnieren. Gib uns auch gerne einen Daumen nach oben, damit du den Kanal auch weiter unterstützt und wir immer ein bisschen mehr wachsen und immer neuere Videos zum Thema Schnorcheln, Natur, Reisen und Co. machen können. Und du weißt, was kommt. Geh raus, geh schnorcheln und sei auch immer schön mit Neugier unterwegs. Mach's gut!